Das hier ist Leder. Hier in den Schuh steckt echtes Leder. Die Sohle ist aus Plastik. Tritt mal eine Stunde lang auf den Plastik, Freunde. Aufgrund dessen tun meine Fersen weh. Dieser Schuh, Schrott. So, Friends, da bin ich schon wieder, euer Fashion Inspector, und heute mit einer bärenstarken Prüfung extrem. Mit bärenstark hat dieser Nike Panda nichts mehr am Hut. Aus einem Grund, weil der mich im Stich lässt. Ich kann den gar nicht mehr tragen. Allerhöchstens eine Stunde, dann ist Schicht. Meine Ferse tut mir weh. Und ja, ich habe diesen Nike Dunk Low in Panda-Version, schwarz-weiß Colorway, damals über die Nike-App für 99 Euro gekauft. Hab den auch, muss ich gestehen, rasiert, so auf gut Deutsch gesagt. Nie einmal die Schnüre wirklich aufgemacht. Einfach reingeschlüpft. Fand ich auch ganz nice. Hab den mit schwarz-weiße Klamotten oft kombiniert. Der eine oder andere hypt diesen Schuh. Ich habe den seit 2-3 Monaten komplett aus dem Sortiment jetzt mittlerweile raus. Ich würde für euch in Prüfung extrem im ersten Punkt diesen Schuh schauen, ob der Lederanteil vorhanden ist. Im zweiten Punkt würde ich auch für mich und für euch schauen, wieso der so unbequem ist. Also sprich, ich schaue in der Sohle einmal rein, was dieser Schuh uns auch bietet. Und im dritten Punkt würde ich sagen, schauen wir, ob dieser Schuh sein Geld wert ist. Freunde, wenn ihr einen Schuh habt, der im unbequem ist, schreibt es bitte in den Kommentaren. Lasst es mich wissen, denn hier würde ich das gern für euch prüfen. Schau mal, der hier ist aus Japan angereist. Und hört mal, wie stark der ist. Der Schuh ist schon fast auf. Und bevor wir das machen, zeige ich euch jetzt noch mal was Krasses. Das ist hier der Freund von meiner Freundin. Der wird den Lederteil von diesem Schuh auch mal prüfen. Und der macht auch keinen Spaß. Der nimmt den Schuh und schaut, ob der Lederanteil von diesem Schuh auch wirklich vorhanden ist. Oder der Hersteller einfach nur angibt, dass das Leder ist. Freunde, die Freunde von meinen Freunden sind alle heiß. Die würden gerne jetzt den Schuh unter die Lupe nehmen und ihr seid dabei. Dafür nehmen wir hier die Schnüre raus von diesen Nike. Ich muss sagen, die Schnüre ist auch wirklich top von der Qualität. Sieht man direkt auch, selbst beim Rausnehmen. Als allererstes schauen wir, ob dieser Schuh sein Lederanteil auch wirklich entspricht. Und das geht ganz einfach. Der Freund von meiner Freundin meinte, wir sollen das hier mit Feuereimer prüfen. Wir nehmen den Schuh und versuchen, den zu brennen. Und schaut mal, Freunde, der brennt nicht ab. Dieser Schuh, der brennt einfach nicht ab. Der ist aus Leder. Der komplette Schuh besteht aus Leder. Der verbrennt nicht. Also im Punkt 1 hat dieser Schuh auf jeden Fall schon gepunktet. Der besteht aus Leder. Oder wollt ihr, dass wir nochmal den Schuh von vorne prüfen? Können wir auch nochmal schauen, ob dieser Schuh sein Geld wert ist. Wie ihr seht, ist dieser Schuh aus Leder, Freunde. Dann schauen wir mal weiter. Der Freund von meinen Freunden macht keinen Spaß. Der hat den Schuh jetzt gerade geprüft und hat gesehen, dass dieser Schuh aus Leder besteht. Der Fashion Inspector ist mal einmal über den Zoll gegangen und hat mal gefragt, wie erkennt ihr so ein Nike-Schuh? Wir haben eine Kooperation mit Nike. Ganz einfach, wir gucken erstmal, dass wir die Sohle rausnehmen. Und bei jedem Nike soll ein Punkt hier vorhanden sein. Und dieser Punkt soll dann den Zoll bekannt geben, dass es hier um ein Original auch handelt. Wenn ihr das auch nicht wisst, ob das ein originaler Nike-Schuh ist, schaut doch einfach kurz bei euch in den Schuh rein und schreibt in den Kommentaren bei mir, ob das wirklich der Fall ist, ob dieser Punkt bei euch auch vorhanden ist, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr einen originalen Nike-Schuh besitzt. Kommen wir dann, wie gesagt, zum zweiten Punkt, Freunde. Wir schauen, ob die Sohle bzw. was in dieser Sohle auch noch weiter steckt. Ich würde sagen, ganz einfach. Wir schneiden den Schuh in zwei Teilen auf. Guck mal, hier haben wir noch einen Freund. Und dieser Freund macht auch keinen Spaß. Komm mal her, Kollege. Willst du nicht raus heute? Doch, der will raus. Und schauen, ob wirklich dieser Schuh hier aufgeschnitten werden kann. Ich mache den mal für euch auf. Hier ist er. In zwei Teilen. Der Nike Dunk Low Panda. Und Leute, ich muss sagen, der hat wirklich einen krassen, der hat eine krasse Bearbeitung. Boah, boah, krass. Achtet mal, Freunde. Das hier ist Leder. Das ist wirklich echtes Leder. Hier in den Schuh steckt echtes Leder. Wir haben den jetzt nicht nur mit Feuer geprüft, sondern wir haben den richtig aufgemacht und geschaut, ob das wirklich Leder ist. Und natürlich, wie jeder Schuh, damit der auch eine Farbe bekommt, ist der hier drauf mit Kunstleder überschichtet, damit wir den Schuh in Weiß, in Schwarz, in Rot, in Grün bekommen, in Orange eventuell. Aber schaut mal hier, das ist wirklich Leder. Krass. Schauen wir mal, was die Ferse so uns bietet. Und ihr wisst, der Freund von meinen Freunden macht keinen Spaß, Freunde.
Der macht den Nike Panda richtig auf und schaut, ob dieser Nike Panda sein Geld wert ist. Achtet mal. Jetzt haben wir den Nike Panda richtig aufgemacht und geschaut, wieso der so unbequem geworden ist. Vielleicht hat das die Sohle damit zu tun. Also die Brennsohle, die werden wir gleich auch prüfen. Hieran liegt es nicht, obwohl ein bisschen Härte hier hinter steckt, Freunde. Hier ist ein bisschen Härte drin. Das kann sein, weil guck mal hier, wie hart das alles ist. Die haben hier zu viel Lederanteil reingebastelt. Achtet mal, das geht einfach auf. Das ist Pappe. Hinten an der Ferse ist ein Stück zwischen Leder, zwischen den Leder Pappe. Das ist Pappe. Tatsächlich haben die Pappe dahinter gelegt. Wieso und weshalb, weiß ich nicht. Ich denke, damit dieser Schuh Stabilität findet. Jeder Schuh muss natürlich seine Stabilität finden. Und wir gucken jetzt mal weiter, was die Sohle uns auch gibt. Der Freund von meiner Freundin nimmt den Nike Panda auseinander und schaut, wieso der so unbequem ist. Wieso die Sohle den Fashion Inspektor so platt gehauen hat. Schaut mal, was der Fashion Inspektor macht. Der Nike Panda wird jetzt gerade hier auf Herz und Niere geprüft. Hier, guck mal, die haben sogar extra eine Brennsohle. Die Brennsohle dient dafür, dass wenn du da drauf trittst, dass du einen Halt bekommst. Die Sohle ist aus Plastik, Freunde. Oder? Ja. Die Sohle ist aus Plastik. Tritt mal eine Stunde lang auf den Plastik, Freunde. Tritt mal eine Stunde lang auf Plastik. Aus Grund dessen tun meine Fersen weh. Gummi. Gummi, das hier ist Gummi. Aufgrund dessen tun meine Fersen weh. Dieser Schuh hat seine Sohle mit Gummi. Guck mal, das prüfen wir auch nochmal, ob dieser wirklich aus Gummi ist. Was der Unterschied zwischen Leder und Gummi ist, achtet mal, Freunde. Der Freund von meinen Freunden wird euch jetzt zeigen, dass das wirklich Gummi ist. Achtet mal. Und schaut mal, Freunde, daran erkennt man, dass das Gummi ist. Als ob die ein Kaugummi aufmacht. Diese Sohle besteht aus Gummi. Und achtet mal, wenn ich den Leder verbrenne, wie das dann aussieht. Ich brenne den genau hier, wo weiß ist. Das ist nicht Gummi. Da kommt nichts. Das ist natürlich vorne, wie ihr sehen könnt, ist alles aus Plastik, aber unten drunter ist Leder. Da kann nichts verbrennen. Aber die Sohle, die ist komplett aus Gummi. Schrott. Zwar 99 Euro, aber Schrott. Deshalb tut mein Ferse auch weh. Und lauf mal auf Gummi. Ich wünsche denjenigen ganz viel Spaß, der auf Gummi laufen möchte. Sehr unbequem, ehrlich. Das ist richtig Schrott. Ich würde sagen, kommen wir mal zum Fazit von dem Ganzen. Dieser Schuh besteht aus Leder. Nicht nur vom Außen, auch von innen haben die wirklich gut mit Leder gearbeitet. Die Sohle, Schrott. Daumen nach unten. Ob dieser Schuh für 99 Euro sein Geld wert ist, würde ich sagen, jetzt möchte ich nicht bezweifeln. Aus einem Grund, weil ich den wirklich schon oft angezogen habe. Der sieht cool aus, aber natürlich war der unbequem. Also 2-1. Kommen wir zum Ganzen. Dieser Schuh ist sein Geld wert. Ich würde diesen Schuh euch empfehlen. Der Fashion Inspector ist inspiriert von dem Schuh gewesen. Jetzt mit der Sohle nicht unbedingt. Aber wie gesagt, Fazit, Daumen nach oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch ein bisschen Liebe hier in den Kommentaren. Abonniert diesen Kanal sowie meine anderen Social Media Kanäle. Euer Fashion Inspector. Peace.